Werden Dementoren aus Obscurialen geschaffen? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über die Verbindungen zwischen den Harry Potter Filmen, den Büchern und den fantastischen Tierwesen Filmen sprechen. Genauer gesagt sprechen wir über Obscuriale, Dementoren und deren Gemeinsamkeit bzw. die mögliche Verbindung zueinander. Es gibt viele Verbindungen, die sich zusammentun aus der Welt von Harry Potter und der aus Fantastische Tierwesen. Am auffälligsten ist, dass Ariana, Dumbledores Schwester, ein Obscurial ist, aber ich glaube nicht, dass die Verbindungen hier enden. Ich denke, dass ein Obscurial uns einige Einblicke in eine der schrecklichsten Kreaturen in der Zaubererwelt gibt. Aber bevor wir dazu kommen, lasst uns einen Blick darauf zurückwerfen, wie ein Obscurial überhaupt geboren bzw. erschaffen wird. Ein Obscurial ist die unterdrückte, verdrängte Zauberei eines Kindes, die dazu gezwungen ist, seine magischen Talente zu unterdrücken. Entweder durch ihre eigene Einstellung oder durch die Unterdrückung von außen. Meistens wird dies durch einen entscheidenden Moment ausgelöst, der für das jeweilige Kind sehr traumatische Erinnerungen erzeugt. Dieser Moment muss mit Zauberei zu tun haben und ein Trauma erzeugen. Dann und nur dann besteht die Möglichkeit, ein Obscurial zu werden. Die Energie und magische Kraft äußert sich in einer zerstörerischen Kraft, die das Kind weder kontrollieren noch irgendwie anders beeinflussen kann. Wir sehen die unglaubliche Kraft eines Obscurials im ersten Fantastische Tierwesen-Film das erste Mal. Es ist eine unglaubliche Stärke und Unkontrolliertheit, die Credence Barebone ausstrahlt. Es ist eine schwarze, formlose Kreatur der Zerstörung und es ist erwähnenswert, dass es Newt Scamander gelungen ist, einen Obscurus am Leben zu erhalten, obwohl sein Wirt gestorben ist. Eine Leistung, die andere Zauberer schockierte. Wir sehen den Obscurus fließend und schwarz, eingeschlossen in einer Blase durch das eisige Terrain der Landschaft von Newts Gepäck schweben. Er ist imposant, geboren aus Angst, Wut, Traurigkeit und Selbsthass. Eine Kreatur ohne jene Hoffnung, die sich von den Emotionen, die ein Leben zerstören kann, ernährt und gedeiht und tatsächlich auch Leben ruinieren kann. Genau wie was? Richtig, die Dementoren. Es ist nicht viel bekannt über die Dementoren. Die großen menschenähnlichen Monster, die lange das Gefängnis von Azkaban bewachten, bevor sie sich mit Lord Voldemort zusammenschlossen. Sie wurden dort entdeckt, als Azkaban von einem dunklen Zauberer benutzt wurde, um Muggel anzulocken und zu foltern und zu töten. Die Dementoren waren so böse und beunruhigend und raubten jedem, der sich in ihre Nähe begab, das Glück, dass die magische Gesellschaft beschloss, sie und die Insel in Ruhe zu lassen, jedenfalls bis zum Jahr 1718, als sie Azkaban in ein Gefängnis umwandelten, in dem die Dementoren als Wächter eingesetzt wurden. J.K. Rowling hat gesagt, dass sie sich nicht normal fortpflanzen, sondern eher wie ein Pilz wachsen, aber niemand weiß, woher sie kommen, nur dass sie anscheinend irgendwann sterben. Es ist, als wären sie eines Tages entstanden. Kreaturen, die jedem, mit dem sie in Berührung kommen, alles Positive aussaugen, jede Emotion und deren Kuss jemanden die Seele aussaugen kann, sodass er in einem schlimmeren Zustand als der Tod zurückbleibt. Es mag wie ein großer Sprung erscheinen von einem Obscurus, einer unkontrollierbaren Manifestation von Gefühlen, zu gruseligen Kreaturen, die Anweisungen befolgen und bewusste Entscheidungen treffen können, aber sie sind sich tatsächlich sehr ähnlich, der Obscurus und der Dementor. Und wenn Newt Scamander, ein Zauberer, der sich mit magischen Tieren auskennt, die Herrschaft über einen Obscurus erlangen konnte, was könnte dann ein schrecklicher, im Verborgenen agierender dunkler Zauberer mit einem Obscurus angestellt haben? Welche schreckliche Magie könnte ein dunkler Zauberer mit den schlimmsten Absichten in seinem Bestreben, die Welt mit Schrecken zu erfüllen, heraufbeschworen haben? Was wäre, wenn es einen Weg gäbe, die menschenähnlichen Eigenschaften eines Dementoren mit den bösen Gefühlen seines Obscurus zu verbinden? Könnte es wie ein Dementor aussehen, etwas, das scheinbar zwischen den beiden existiert? Etwas fast Menschliches, aber ohne all die Dinge, die das Leben lebenswert machen? Es gibt viele Punkte, die zwischen den beiden verbunden werden müssen, um dies zu beweisen, aber es ist schwer, nicht die Merkmale zu sehen, die diese beiden dunklen Kreaturen gemeinsam haben und sich zu fragen, ob sie von ein und demselben Ort stammen. Dementoren sind ein Albtraum, etwas, das man leicht als nicht so wie wir abtun kann, aber sie wären noch erschreckender, wenn sich herausstellen würde, dass sie nicht aus dem abstrakten Bösen, sondern aus unseren eigenen Fehlern und Traumata geboren werden würden. Aber was denkst du darüber? Sag mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den möglichen Verbindungen zwischen dem Obscurus und dem Dementor haltet. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen.
Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.